Gegrüßet seist du, Gouverneur. Ich werde dich lehren, eine Kleinstadt zu bauen. Um zu beginnen, klicke auf das Mitteilungssymbol in der oberen linken Ecke deines Bildschirms. Bewege den Mauszeiger nahe des Bildschirmrands, um die Kamera auszurichten. Um die Kamera zu drehen, halte die mittlere Maustaste gedrückt und bewege die Maus. Versuch es. Du kannst mit Hilfe des Mausrads hinein- und herauszoomen. Versuch, dies ist die Stadt. Lass uns fortfahren. Um die Gebäude näher begutachten zu können, wähle diese durch einen einfachen Linksklick aus. Versuche, die Außenposten auszuwählen. Solltest du Schwierigkeiten haben, diese zu finden? Wann immer ein Gebäude ausgewählt wurde, erscheint das Hinweisfeld, das dir nützliche Informationen über dieses Objekt preisgibt. Bei dem Außenposten handelt es sich um das wichtigste Gebäude. Du wirst festgestellt haben, dass zwei Gebäude nicht betriebsbereit sind, da sich nicht genügend Arbeiter in der Stadt befinden. Baue eine Insula und locke ein paar plebejische Arbeiter in die Stadt. Öffne das Baumenü durch Betätigen der rechten Maustaste, wähle dann die Bebauungskategorie und schließlich das Insula-Haus. Du kannst das Gebäude mit Hilfe des Mausrades drehen und es dann durch einen linken Mausklick platzieren. Setze das Gebäude in die Nähe einer Marke. Dein Holzfällerlager sollte nun funktionieren, weil es mit Arbeitern aus der Insula versorgt wird. Höher entwickelte Gebäude benötigen Equites oder Patrizier, um funktionieren zu können. Jede Insula liefert Arbeiter an nur eine Arbeitsstätte. Aus diesem Grund liefert diese Insula lediglich Arbeiter für das Holzfällerlager. Baue 5 neue Insulae, um sicherzustellen, dass du über genügend Arbeitskräfte verfügst. Deine Ziegelei arbeitet noch immer nicht. Wenn du diese auswählst und den Text in der Hinweistafel prüfst, wirst du feststellen, dass nicht genügend Wasser vorhanden ist. Wasser ist ein Gebietsrohstoff, welches durch den Bau eines Aquäduktes zu deiner Stadt gewonnen werden kann. Errichte ein Aquädukt. Sobald du diesen im Baumenü auswählst, leuchten die möglichen Stellen zum Aufbauen auf.
Das Aquädukt ist noch immer zu weit von der Ziegelei entfernt. Du musst es erweitern, auf dass das Aquädukt deine Stadt erreichen kann, indem du zusätzliche Aquäduktbrunnen errichtest. Du musst hierzu auf den Punkt Erweitertes Aquädukt auf der Hinweistafel des Aquäduktbrunnens klicken. Platziere daraufhin zwei Aquäduktbrunnen nahe der vorgeschlagenen Punkte. Gute Arbeit, Gouverneur. Deine Ziegelei arbeitet optimal. Gebietsrohstoffe wie Wasser befinden sich im gesamten Umkreis der Gebäude, die diese benötigen. In diesem Fall dem Aquäduktreservoir. Einige Gebäude werden von einem einzigen Aquäduktreservoir beliefert. Platziere einen Brunnen nahe des vorgeschlagenen Punktes. Während des Baus benötigen alle Gebäude Materialien in großen Mengen. Nach der Fertigstellung eines Gebäudes wird nur noch eine kleinere Menge Rohstoffe für dessen tägliche Instandhaltung benötigt. Bei den Materialien, die zum Bau benötigt werden, handelt es sich um Holz, Ziegel, Steine und Marmor. Ein Steinvorkommen befindet sich nahe deines Außenpostens. Versuche, einen Steinbruch darauf zu errichten. Mit der fertiggestellten Steinmine und der funktionstüchtigen Ziegelei sowie dem Holzfällerlager hast du dir eine stabile Versorgung an Baumaterialien gesichert. Es ist nun an der Zeit, über die Verwendung deines Volkes nachzudenken. Du darfst es nicht zulassen, dass die Plebejer verhungern. Sollten diese nicht genug zu essen haben, verlassen sie deine Stadt. Als erstes solltest du eine Schweinefarm bauen. Beachte, dass alle Farmen nahe eines Feldes errichtet werden müssen. Lass uns kurz über den Begriff fließende Rohstoffe reden, wie etwa das Fleisch, das auf der Schweinefarm produziert wird. Als Gouverneur musst du dich auch nicht um solche Kleinigkeiten wie Transport und Versand kümmern. Du erhältst die Gesamtheit aus Produktion und Verbrauch für jeden fließenden Rohstoff, um deine Stadt reibungslos und effizient zu verwalten. Jetzt, da du eine Schweinefarm besitzt, solltest du eine Schlachterei bauen.
Du kannst auf der Hinweistafel einer jeden Insula, die sich in der Nähe einer Schlachterei befindet, sehen, dass der Zufriedenheitsfaktor, was die Nahrung betrifft, gestiegen ist. Die anderen Bedürfnisse wie Unterhaltung und Religion können durch entsprechende Gebäude ebenfalls verbessert werden. Jedes dieser Gebäude verbessert das jeweilige Bedürfnis in einem bestimmten Radius und erreicht dies sogar in einem geringeren Ausmaß auf weitere Entfernung. So ist es möglich, dass eine Insula sowohl von einer Schlachterei als auch von einer Bäckerei profitiert, wohingegen zwei Schlachtereien oder zwei Bäckereien überflüssig wären. Die Erfolge Roms sind großartig. Damit die Leute diese aber auch nutzen können, benötigst du ein gewisses Maß an Bildung. Je mehr Schulen für die Bevölkerung zur Verfügung stehen, desto schneller wird deine Stadt sich entwickeln. Die Bewohner eines Hauses werden nur von den Schulen profitieren, die sich in deren Umkreis befinden. Zwei Schulen in direkter Nachbarschaft sind nutzlos. Baue eine Schule und ordne an, nach Bewässerungssystemen zu forschen. Um den Forschungsbildschirm zu öffnen, durchsuche den Bildschirm und betätige den entsprechenden Button auf der Hinweistafel der Schule. Die Erforschung der Bewässerung befindet sich auf der Registerkarte Technologie. Rom hat gewisse Erwartungen an dich. Prüfe deine Mission. Rom hat gewisse Erwartungen an dich. Prüfe deine Missionsziele, indem du auf den Aufgaben-Button in der rechten unteren Bildschirmecke klickst. Um einen Kräuterladen bauen zu können, muss dieser zunächst erforscht werden. Um deine Farm zu verbessern,
musst du zunächst die Erforschung der Bewässerung abschließen. Bei dem Forum handelt es sich um ein spezielles Gebäude, welches dir den Bau erweiterter Konstruktionen sowie spezielle Vorgehensweisen erlaubt. Es wird eine große Menge an Rohstoffen benötigt, die dich in dieser Übungsmission jedoch allesamt nichts kosten. Thank you.
Salve, Gouverneur. Das Schlachtfeld erwartet dich. Lass mich dir dabei helfen, deine erste Hastati-Einheit aus den Einwohnern aufzustellen. Deine aufgestellte Einheit ist kostenlos und benötigt keinerlei Ressourcen. Du kannst aber nur eine derartige Einheit besitzen. Wähle deinen Außenposten und betätige dann den Aufstellen-Button auf der Hinweistafel. Solltest du Schwierigkeiten damit haben, deinen Vorposten lokalisieren zu können, klicke einfach auf den Betrachten-Button, um direkt an der ausgewählten Stelle zu landen. Nachdem deine Einheit aufgestellt wurde, solltest du diese auswählen, um deinen Truppen Befehle erteilen zu können. Am einfachsten funktioniert dies, indem du mit der linken Maustaste auf die jeweilige Einheit oder deren Banner klickst. Wenn du die Maustaste gedrückt... Um deine Einheit bewegen zu können, kannst du den Aktionsbutton auf der Hinweistafel betätigen und dann auf den Punkt klicken, zu dem du deine Männer schicken möchtest. Alternativ kannst du den Zielort auch mit der rechten Maustaste anklicken. Wenn du die Maus mit gedrückter rechter Taste bewegst, richtet sich deine Einheit in Richtung deines Cursors aus. Versuche, die Markierung östlich der Stadt anzusteuern. Solltest du Schwierigkeiten haben, diese zu finden, betätige einfach. Bei dem Objekt nahe deiner Einheit handelt es sich um einen Meilenstein. Sobald du die Kontrolle über diesen übernimmst, wird es deiner Stadt möglich sein, alle angegliederten Handelsrouten zu benutzen. Du kannst den Meilenstein mit jeder Einheit kontrollieren. Hierzu nähere dich diesem nur, wenn sich keine Feinde in der Nähe befinden. Tu dies jetzt. Ein guter Kommandant sollte es tunlichst vermeiden, seine Einheit untätig herumsitzen zu lassen. In friedlichen Zeiten sollte die Armee hart trainieren, um sich auf kommende Schlachten vorzubereiten. Da du nicht mehr als eine aufgestellte Einheit besitzen kannst, solltest du dich in jeder freien Minute dem Bau von militärischen Gebäuden widmen, um weitere Truppen rekrutieren zu können. Du solltest damit beginnen, indem du an einem geeigneten Platz eine Baracke errichtest.
Denke daran, den Betrachten-Button zu betätigen, um den ausgewählten Punkt direkt zu erreichen. Bei den Equites handelt es sich um berittene Soldaten, die Pferde benötigen, welche in Ställen versorgt werden müssen. Errichte Ställe. Bei Pferden handelt es sich um einen Gebietsrohstoff. Aus diesem Grund müssen die Ställe in der näheren Umgebung einer Baracke errichtet werden. Eine Betätigung des Betrachten-Buttons bringt dich direkt zum Ziel. Glücklicherweise verfügt diese Stadt über genügend Rekruten, um die wenigen Einheiten, die du benötigst, zu unterstützen. Alle anderen benötigten Rohstoffe stehen ebenfalls zur Verfügung. Du kannst im rechten oberen Bildschirmbereich sehen, über wie viele Rekruten du verfügst. Mit Hilfe der fertiggestellten Ställe können nun auch Equestris aus den Baracken trainiert werden. Rekrutiere mindestens 。Du kannst einen Feind attackieren, indem du den Angriff-Button auf der Hinweistafel deiner Einheit betätigst und dann auf das Ziel klickst. Alternativ kannst du auch einfach mit der rechten Maustaste auf das Ziel klicken. Einige Einheiten verfügen über spezielle Eigenschaften, die über die Hinweistafel aktiviert werden können. Diese besonderen Kräfte können den Ausgang einer Schlacht. Je mehr Kämpfe eine Einheit geführt hat, desto erfahrener wird die Truppe im Umgang mit den Feinden.
Deine Einheit gewinnt an Erfahrung, wenn sie feindliche Truppen schwächt. Je größer die Schwächung der Feinde, desto mehr Erfahrung wird deiner Truppe zugesprochen. Dies ist alles, was ich dich lehren kann, Gouverneur. Von nun an bist du auf dich allein gestellt. Mein Exil in Afrika nähert sich dem Ende. Unsere Familie musste viel unter der tyrannischen Führung von Sulla leiden. Nachdem der Diktator nun gegangen ist, werde ich versuchen, das Vermögen unserer Familie zurückzuerlangen. Ich fürchte, für eine sichere Rückkehr habe ich noch immer zu viele Feinde. Aus diesem Grund brauche ich dich in Rom. Bringe meine Anweisungen in schriftlicher Form nieder. Ein einziger Fehltritt und unsere Rivalen werden deine Kehle aufschlitzen. Aufgrund meiner Quellen bin ich in der Lage, einige Senatoren zu bestechen, um uns neue Besitztümer zu sichern. Die Insel Cabrera mag klein sein, aber für den Moment wird sie genügen. Geh dorthin und gründe eine neue Siedlung. Vergewissere dich, dass die Plebejer keinen Hungertod sterben. Wenn es eine Sache gibt, die ich fürchte, ist dies eine Horde hungriger Plebejer. Wir Römer sind die größte Kraft in der bekannten Welt. Wir beugen uns keinem König und keiner Königin. Es sind wir, das Volk, das die Republik regiert.
Wir brachten die Erleuchtung der Zivilisation über die Dunkelheit der Barbarei. Das Volk der Syrer, Ägypter, Hispanier und der Griechen schuldet Rom Huldigung. Dann marschierte der Tyrann Sulla mit seiner Armee in den Senat und brachte Chaos über die Republik. Viele Römer verloren ihr Leben. Noch mehr verloren ihr Eigentum und ihr Vertrauen. Unsere Familie stand schützend hinter der Republik und wurde ins Exil getrieben. Sulla ist nun tot. Jetzt leben wir an der afrikanischen Küste. Wir verloren unser Vermögen im Feuer des Bürgerkriegs. Es ist unser Schicksal, nach Hause zurückzukehren und unseren rechtmäßigen Platz unter den Römern einzunehmen. Zunächst unter Gleichgestellten.
Sullas Rückzug hat erneut den Konflikt zwischen den Popularen und den Optimaten entfacht. Die Optimaten würden es nicht gerne sehen, wenn die Macht der Adligen schwindet. Aber die Popularen haben die Zuneigung der Plebejer gewonnen und können den Mob für ihre Zwecke benutzen. Ich befürchte, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen könnte. Jetzt ist nicht die Zeit, die Seiten zu wechseln. Am besten wäre es, wenn du in beiden Parteien mitspielst.
Mithridates VI. Von Pontus ist in unsere asiatischen Territorien eingefallen. Der Senat hat zugestimmt, die Aufgaben meines Konsulamtes auszuweiten, um dieser Bedrohung Herr zu werden. Ich habe gekämpft und diese Schlange unter Sulla Mithridates mehrere Male bezwungen. Dieses Mal beabsichtige ich, ihn zu vernichten und sein kleines Königreich in Schutt und Asche zu legen. Nachdem Pompeius gegangen ist, um in Hispania gegen Sertorius zu kämpfen, benötige ich jeden verfügbaren Mann an meiner Seite. Geh nach Tarraco und treib zusätzliche Soldaten für den Feldzug auf. Sobald du alles erledigt hast, segel nach Patar und triff dich dort mit unseren Truppen. Mithridates VI.